Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück. Hier, Dalion läuft schon wieder so bescheuert davon. Es ist nicht meine Schuld, ja? Es ist einfach nicht meine Schuld. So, jetzt sind wir in der Geisterdings und versuchen gerade dieses seltsame Artefakt zu finden. Artefakt, Artefakt. Oh, wer hat uns gesehen? Schnell, das muss jetzt wirklich sitzen. So. Okay, hier irgendwo müsste dieses Artefakt sein. Ich glaube, das hängt irgendwo an der Außenwand. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Alles klar. Wie kann ich denn? Ich hoffe, der Mörder ist weg. Machen wir den ersten und den machen wir mit der Klinge, mit der großen hier fertig. Ich glaube, das geht recht schnell. So, keine Schreie, keine Hilfe von anderen. So, ich kletter jetzt schnell nach oben hier, beziehungsweise, oh, verstecke mich kurz. Mal schauen, wenn er in der Nähe kommt, dann kann ich den immer noch schön gemütlich vom Buschen heraus töten, zumindest glaube ich das. Und ich muss dann mal schnell gucken, wie man das mit den Fertigkeiten macht, welche Fähigkeiten es da genau gibt. Das wäre schon mal ein großer Anfang. Ich kann mir nicht um jeden toten Uruk Sorgen machen. Haben wir hier zufällig das Teil? Nö. Natürlich nicht. Okay. Ach, das ist eine Verschwendung meines Talents. Ich habe es satt, so viel. Ja, Talent. Ah, Talent. Dass ein Ork so ein Wort überhaupt aussprechen kann, ist schon eine Kunst für sich. Andocken? Was? Ah, Andocken. Schauen wir schnell, ob es hier vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass einem das so besser angezeigt wird. Ah, okay, da unten. Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ah, da komme ich jetzt natürlich nicht nach unten. Ich will doch nur dieses Nifidrim-Zeug. Das ist nämlich das Zeug, aus dem, das eingelassen wurde in das Tor von Moria, die sogenannten Mondrunen. Haben wir ja das letzte Mal schon erklärt. Hier, der seltsame Geist hat uns das erklärt. Und ich habe da zufälligerweise, ja ganz zufällig, erstmal kurz was davon gelesen. Und zwar bin ich mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher, wer das war, wer diese Mondrunen bei den Zwergen da eingesetzt hat. Aber ich glaube, es war... Ah, da ist es, ne? Da haben wir zumindest etwas, was leuchtet. Das möchte ich jetzt gerne holen. So. Hier. Ups, was ist denn das? Aha, dafür bin ich jetzt gelaufen. Diese Artefakte enthalten Erinnerungen an Mordor. Benutze, um nach Erinnerungen zu suchen und drücke dann X, um sie zu enthüllen. Okay, Oh, da ist er. So, und da jetzt Erinnerung abspielen. Die ersten Boten sind im Lager eingetroffen. Sie berichten von nur wenigen Verlusten. Wir haben den gegen uns marschierenden Streitkräften von Mordor einen herben Schlag versetzt. Hoffentlich ist das nicht bloß Geschwätz. Hegadorn, habt ihr Neuigkeiten? Sie sagen, wir hätten einen monumentalen Sieg errungen. Du wirst dein geriebenes Königskraut nicht brauchen, mein Freund. Nur wenige von uns wurden heute verletzt. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Sie sagen, der goldene König hat einen besonderen Preis mitgebracht. Sauron höchst selbst in schwere Ketten gelegt. Sehr interessant. Okay, das heißt, das bezieht sich darauf, als Sauron... Mein halbes Leben habe ich an der Grenze Mordors verbracht und hielt das Land für tot. Ich ahnte nie, welche Geheimnisse es bewahrt. Das Land der Schatten erwacht aus seinem langen Schlaf. Okay. Es hält noch viele Geschichten für uns bereit. So, was ich jetzt gerne machen möchte, wie man hier Aufträge, okay, ah, das ist nur die Dingens. Ich möchte ganz gerne schauen, wie man das mit den Fähigkeiten macht, was man da überhaupt machen kann. Ich drücke hier ständig die falsche Taste. Waffen und Runen, Verbesserung. Schauen wir mal hier bei Waffen und Runen. Haben wir da denn überhaupt schon mal was? Aha. Chance 20%, das kritische Treffer mit dem Schwert gegen anzünden. Oh, das ist schon mal cool. Kampftodesstoße fügen Hauptmännern Bonusschaden zu. Gewährt Zugriff auf die legendäre Waffenfähigkeit von Ulfael Sturm. Also Ulfric Sturmmantel hier, der später... Naja, das war jetzt so der gute Witz. Anmut der Elben. Oh. Chance für 50%, gegnerischen Nahkampfschaden 50% zu reduzieren.
stapeln sich nicht. Erhalte eine zusätzliche letzte Chance und ziehe erneut in den Kampf gegen Uruks. Ich glaube, das versuche ich ein bisschen zu vermeiden. Das mit den Flammen finde ich extrem cool. Oder eben fügen den Hauptmännern Bonusschaden zu. Das kann man ja wechseln. Ich würde sagen, wenn wir in einem Bossfight sind, wechseln wir auf die. Moment, setze ich mal die hier ein. Ah, und da kann man noch weitere kaufen. Ich würde das vielleicht eher am Dolch ganz gerne machen. So, Bogen, Dolch. Schauen wir mal, was wir hier haben. Schleichtötungen und Bodenhinrichtungen fügen Hauptmann und Hauptlingen Bonusschaden zu, immun gegen Gift. Mit diesem Gift hatten wir jetzt noch nicht das Problem, also nehmen wir das hier. Und hier beim Bogen, beim Bogen können wir auch noch was nehmen. Erhöht den Schaden von Kopftreffern oder Fokusverbrauch. Oh, das ist sehr gut. Ich nehme das. Und ich würde gern vielleicht beim Dolch schon mal was Neues dazu nehmen. Das ist aber sehr cool gemacht. Kann ich hier nicht beide reinnehmen? Okay, dann haben wir jetzt mal schon zwei solche Sachen. So, dann schauen wir schnell bei Verbesserungen. Das ist das, was ich eigentlich wollte. XP, um Erfahrungsding zu sammeln, löse Machtkämpfe aus, neue Fähigkeiten zu erlangen. Du besitzt genügend, um die Voraussetzungen zu kaufen. Attribute anzusehen. Okay, so. Oh, da gibt es so viel. Maria. Also Waldläufer oder Geist. Das gibt es also schon mal die zwei großen Formen. Ich schaue mal schnell hier ganz unten mal so als Vergleich, worum es überhaupt geht. Drücke, um alle gebrandmarkten Uruks zu töten. Oh, das ist aber auch cool. Drücke, wenn die Trefferserie voll aufgeladen ist, um die bedeuten Uruks zu töten. Das ist schon cool. Verringert die Zeit zum Spannen des Bogens. Schattenangriffe hintereinander. Boah. Wenn deine Trefferserie voll aufgeladen ist, kannst du zwei Spezialangriffe statt nur einem ausführen. Ah, okay, das ist also mehr so Kampf. Verursacht einen doppelten Schaden. Verdreifacht den Anstieg der Trefferserie. Okay, schauen wir schnell, was wir hier so als grundlegende Ding haben. Der Trefferserie aufgenommen, um Gegner hinzurichten. Das finde ich schon mal sehr praktisch. Kontergegner stolpern rückwärts, werden betäubt oder fallen zu Boden. Das ist sehr gut, vor allem gegen mehrere Leute. Ausschaltmanöver aus der Luft. Oh, das brauchen wir unbedingt. Stimme deine Landung genau ab, wenn du über ein Hindernis schwingst, um einen früheren Geschwindigkeitsbonus zu kriegen. Schieße auf Feuerstellen oder Fässer, um sie... das sind alle extrem cool. Betäube deine Feinde und lass sie dann Klingenhagel auf sie niederregen. Oh, sehr cool. So. Ausschaltmanöver unbedingt. Das brauche ich echt. Geschwindigkeit, ja, ist praktisch, aber das ist vielleicht eher um abzuhauen. Ich glaube, ich lasse mir das jetzt mal... Was war das erste nochmal? Trefferserie, genau. Stolpern rückwärts, genau. Ich nehme das hier. Einfach der Sicherheit halber, dann, wenn mehrere sind, dann haben wir das ein bisschen leichter. Appendices, was sind denn das? Ah, das sind die Dinge hier. Eben diese Mondteile. Mondrunenteile. So, aber genug gequatscht für jetzt. Jetzt geht's erstmal los. Und zwar würde ich sagen, das ist wieder falsch. Tut mir leid, ihr kennt das hier. So. Ein Sklaventreiber der Uruks hält einen Gefangenen. Informationen über schwarze Hauptmann besitzt. Eliminiere den Sklaventreiber, befreie den Gefangenen und finde heraus, was er weiß. Das machen wir natürlich. Ihr seht schon, das ist alles so Open World. Zwar nicht unheimlich riesig, das stimmt, aber dennoch groß genug für uns, sage ich mal. Okay, hier hinten müssen wir hin. Ich mache mir da jetzt die Mühe und klettere da hinten hoch, um ein bisschen bessere Aussicht zu haben. Damit die... Oh, 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 das war eine scheiß Idee. Hui, falsche Taste. Ah. Okay, so. Das war ja schon mal ein richtiger Fail. Ah. Alter, jetzt lass mich doch den zumindest killen. Jetzt aber. Haha. Ich finde das Kampfsystem cool. Ah, der ist schon tot. Ich dachte, das war alles so. Das war jetzt aber nicht so praktisch. Zumindest sind sie tot. Haben wir schon mal was.
Gesundheit habe ich keine verloren, dann bei den Blümchen könnte ich das ansonsten notfalls aufladen. So, ich muss hier hinten irgendwo hin. Kann ich eigentlich auf die Zelte drauf? Das ist gut zu wissen. Ja, sogar, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Hier muss ich hin. Ich glaube, da muss ich erst die Mission abholen, sozusagen. Und da hier ein paar Tote rum sind, suchen die jetzt gerade zufällig das Zeug, den Mörder. Das Zeug. Ja, schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. So, kann ich das hier starten? Okay, ein Sklaventreiber der Uruks hält Gefangene. Okay, das machen wir jetzt. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Beim nächsten Mal werde ich nicht mehr so gnädig sein. Okay. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ziel gefunden. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Okay, erst die Leute abknallen, die hier. Für Recht und Ordnung. Das war jetzt schon mal super. Für Recht und Ordnung sorgen. Zumindest ein bisschen in den Augen der Orks. Oh. Bist du da gerade an die Weinfässer dran? Na, oh, den. Oh Gott, also da kenne ich echt nichts. Den müssen wir sofort ausschalten. Nachdem hier die Bogenschützen beseitigt sind. Da oben war einer. Das war jetzt so praktisch, aber wir haben es doch noch geschafft. Okay, mehr Pfeile habe ich nicht. Reicht mal fürs Erste. Wo hinten, da war doch noch Schütze. Ne? Da waren doch noch Schützen. Ich möchte gerne aber so viele wie möglich auf dem Weg mit ins Nirvana nehmen. Der hier steht ganz alleine. Das ist eine schlechte Idee. Oh, sorry. So, gehen wir mal hier nach oben. Ich glaube, da drüben sind nämlich noch ein paar Schützen da, und einen Einzelnen wieder. Ich hoffe zumindest, dass er einzeln ist, ansonsten wäre das jetzt echt blöd. Da haben wir den Schützen. So. Einen Pfeil mit. Habe ich das jetzt? Ah, habe ich aufgefüllt. Okay, die Schützen. Wo haben wir denn noch einen? Wahrscheinlich da hinten irgendwo. Da drüben. Okay. Mit dieser neuen Dings müssten wir eigentlich auch auf den drauf springen können, oder? Zumindest würden wir dadurch ein bisschen Bonusschaden machen. Aber ich werde jetzt erstmal hier den Ork hier noch nehmen, wenn ich ihn dann kriege. Und der andere nicht hinguckt. Wie sieht es denn an der Seite aus? Okay, der ist hier lange ungeschützt. Oh, oh, das war jetzt so die super Idee. Scheiße. Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Naja, das gucken wir mal. Oh Gott. Oh, oh, das sind zu viele. Das war nicht so die super Idee, muss ich ehrlich sagen. Ah, ja, ja, das wird ein harter Kampf, aber ich glaube, wir können es schaffen. Scheiße. Ich dachte eigentlich, das ginge mit der Schleichangriff, aber naja. Hier Torje, ne? Der fette Zwerg wieder am Stealthen. Aber das klappt natürlich nicht. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ich bin eher der Hauer als der Schleicher. Aber ich mag solche Spiele auch bei Assassin's Creed zum Beispiel. Ich habe das wahnsinnig geliebt, sich da ein bisschen reinzufuchsen, wie die Leute rumlaufen und so weiter, aber. Wird alles nicht so einfach hier. So, hier. Bald ist genug. Schluss mit lustig. Das sieht aber schon geil aus. Also die Bewegungen sind echt gut gemacht.
Das Spiel ist, glaube ich, von 2011 jetzt schon. Mir kommt das immer noch vor, als käme das, wäre das letztes Jahr oder so rausgekommen, oder vor 2 Jahren. Sowas in den Dreh. Und nochmal, fall nochmal nieder. Haha. Sehr schön. Oh, der hat mich jetzt rumgeworfen. Was soll denn das? Aber der hat nicht so viel Chancen mehr. Der ist recht schnell kaputt. Sehr schön. Mhm. Kriege ich jetzt was? Boshafte Stimme. Stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Oh. Oh, ah, für die Dolch, ja. Du kannst deine Waffe mit Runen, ja, das habe ich ja gesehen. Für den Dolch ist das okay. Ich glaube, das im Moment, ja, ist schon cool. Aber wir haben ja normalerweise jetzt zu Beginn vor allem wahrscheinlich nur mehr ein Boss hauptsächlich. Da würde ich das jetzt eher noch nicht machen. Später dann, wenn es vielleicht mal 2 sind oder so, dann könnte man da vielleicht ein bisschen was machen. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Tja, jetzt müsste man nur wissen, wo das ist. Oh, Gollum. Es ist bloß ein Ork. Nein, es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Zusätzliche Ziele haben wir auch abgeschlossen. So, dann haben wir hier schon mal ein paar Leute befreit. Oh, ich dachte gerade, da können wir jetzt kurz verschnaufen. Ich möchte nur schnell auf die falsche Taste. Ja. Auf die Dings hier gucken. Haben wir hier noch was? Was ist denn das hier? Ausgestoßener. Ach, the fuck, das möchte ich mir gerne mal angucken. Und auf dem Weg könnten wir mal vielleicht ein paar Orks, so wie es, wie nennt man das, betäuben oder hier mit der Chili-Hand ins Gesicht rumwuscheln. Um zu schauen, ob wir vielleicht ein bisschen mehr über die weiteren Bosse hier erfahren. Das wäre ja ganz geschickt, wenn man da möglichst viel weiß drüber, ne? So, okay. Aber das machen wir dann lieber bei den Einzelnen. Ich habe jetzt schon vergessen, wie die Taste dafür ging. Ich weiß nur, dass es 2 zugleich waren, aber ich habe es ehrlich vergessen. Okay, schauen wir mal hier. Klettermoor auf das Gerüst des Schwarzen Tores. Mano, Moranor, wie nennt man das eigentlich? Ich vergesse das ständig. So, ich gehe mal hier runter. Ich muss hier raus, danke schön. Okay, ich gehe mal schnell hier ein bisschen in Deckung und gucke mir das an. Okay, der hier. Was ist mit dem hier? Was macht denn der jetzt? Hallo? Du, Junge. Erstmal Pause. Erstmal hier Sandburg bauen. Hallo, Junge. Ich verstehe es nicht. Was haben wir denn sonst? Hier war noch ein Artefakt. Das holen wir. Weil wir schon hier sind, können wir eigentlich wahrscheinlich aufs Schwarze Tor raufklettern. Oh, hat mich einer gesehen. Das ging zum Glück noch. Ich war kurz ein bisschen erschrocken und habe vergessen zu sprinten. Bitte hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Er ist viel zu stur, um für diese Orks zu arbeiten. Ah, okay. Okay, ich dachte, vielleicht wäre es das jetzt gewesen. Wir müssen hier aufs Zeug raufklettern. Ah, da freut man sich doch. Die Dinge hatten vorhin ein
So, 40 Meter in die Höhe ungefähr. Das heißt, das ist ungefähr die Breite, die Höhe des schwarzen Tors. Wird also wahrscheinlich ganz oben irgendwo sein. Ja, das wollte ich jetzt nicht, aber das geht natürlich auch. Hier ist sicherlich irgendwo ein Ork, den ich übersehen habe. Da kann ich noch schnell Elbenpfeile mitnehmen. Elbengeschosse. Aber nichts geht über den guten Zwergenbolzen. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht extra nochmal erwähnen. Die stehen einfach über all dem. So, wo sind wir denn hier? Und das siehst du. So, komm schon. Hat aber eine ganz eigene gute Atmosphäre, dieses Mordor hier, muss ich ehrlich sagen. Gut, da haben wir's. Oder? Nö, hat nur so ausgesehen. Hier. Das war gewollt. Muss ich hier noch weiter nach oben? Ich sollte hier nicht so viel laufen und springen, das ist vielleicht nicht so die beste Idee. Ich war der Überzeugung, das ist hier oben. Habe ich denn das noch markiert, oder? Schauen wir mal schnell. Nein, ja, bin ich da falsch gelaufen? Ach, ich komm, dann können wir eigentlich mal hier sowas machen. Rüber, rüber, rüber. Wie geht das nochmal mit Betäuben? Keine Ahnung. Ich dachte, das kann man mit dem Schleichen, aber ich glaube, die muss man dafür tatsächlich angreifen. Das wollte ich jetzt eigentlich austesten, aber keine Ahnung. Hat nicht ganz funktioniert. So, wir laufen mal hier wieder 400 Fuß nach drüben. Das sind doch nicht 400. Ah, Fuß, natürlich, nicht Meter. Ja, das stimmt ungefähr. Ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war das schwarze Tor circa 300 Fuß breit. Das wären ungefähr 90 Meter. Das kann schon sein. So, kommt er jetzt oder kommt er nicht? Traut er sich oder traut er sich nicht? Okay. Ich hätte da ein bisschen öfter mit dem Zeug hier schauen sollen. Mal nochmal, vielleicht ist das... Ah, da hinten ist es ja. Was soll denn das? Ah, ein Tor hier. Mensch, zieht hier das LB in die Länge. So, schauen wir mal schnell. Oh, da vibriert's. Da haben wir's. Na schön, ihr Würmer. Willkommen am Schwarzen Tor. Ihr werdet die Wachtürme für uns bauen. Harte Arbeit wird auch belohnt. Herr, meint ihr damit, dass harte Arbeit mit Strafmilderung belohnt wird? Ihr seid allesamt Verräter, Mörder und Diebe. Ich sage, dass ihr belohnt werdet, dann heißt das nur, ihr werdet den Karagor nicht zum Fraß vorgeworfen. So war das damals also. Naja. Das ist kein Graugblut, das es gibt hier noch Sachen, die ich gerne holen möchte. Und zwar hier dieses Ifilrin. Da bin ich echt gespannt, was mit diesem Tor, das da sich auf sich hat. Sie sind keine Soldaten. Sie sind nicht bereit zu sterben. Alles Lebendige muss sterben. Nur der Mensch sorgt sich um das, was nach dem Tod geschieht. Und er ist ja zuversichtlich. Das freut mich. Ich dachte, er sei hier. Vielleicht ist er das, vielleicht auch nicht. Das ist ein cooles Wort. Targ. Ist das aus dem Kanon oder wo kommt denn das her? Targ, das wäre echt cool. Das müssen wir bei uns einbauen. Vielen Dank, Waldläufer. Komm schon hier rüber. Ich glaube, da oben haben wir nicht so viele. Da sind noch ein paar Tote. Hier habe ich doch einen gesehen gerade, ne? Oder so aus dem Augenwinkel ein bisschen. Oder weg. Ich muss echt ein paar Orks brandmarken. Aber ich weiß nicht genau, wie man das macht. Vielleicht muss ich dazu auch beim Schleichen in der Elben-Dings da sein, in dieser Geisterwelt. Kann man ja eigentlich schnell versuchen. So, ich glaube, so irgendwie war das. Genau. Okay, ich glaube, das war's doch nicht. Tot ist er, ist ja egal. So, wollen wir da durch oder wollen wir noch... Das ist aber cool. Ja, kommt drauf an. Das dachten sie sich bei der Red Wedding in Game of Thrones auch.
hat jetzt nicht so wunderbar geklappt. Okay, hier ist eigentlich nur dieses Zeug für die Pfeile. Das ist jetzt nicht so interessant. In den oberen Rängen ist das pure Chaos ausgebrochen. Er ist tot. Kommen da jetzt noch welche? Und dann machen wir da kurz einen Prozess. Ich liebe das einfach, Orks niederschlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier geht's nach oben. So, und hier müsste jetzt irgendwo dieses Ziel drin sein. Schauen wir schnell, ob wir hier noch Wachen haben. Oder sind die schon alle in Nirvana? Sind, glaube ich, alle schon vor ihrem Schöpfer getreten. Das ist gut, das ist sehr gut. Ich schaue mal schnell, ob ich hier wieder sowas setzen kann, damit ich ungefähr die Richtung sehe. Aha. Wenn das jetzt doch da unten drin ist, dann kriege ich die Krise. Zumindest hätte ich es da nicht gesehen. Ich laufe jetzt einfach mal so rum. Ich glaube, das ist doch tatsächlich doch da drinnen. Ah ja, habe ich es nur nicht angeschaut. Habe ich sie jetzt mitgenommen oder nicht? So. Inhaudir Ethel. Oh, wer ganz gut im Elbisch ist, kann das jetzt schon ein Stückchen übersetzen. Ich weiß es leider nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber diese Inschriften, ich weiß nur in Khazad-dûm, dass die ein Elb gemacht hat. Und dass dieser Elb später gefallen ist gegen Sauron und der sowieso ein Banner sozusagen vor Saurons Schreit macht, die Leiche da so ins Feld getragen wurde gegen Elrond. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube das war Celebrimbor. Wie hieß der? Bin mir da jetzt aber ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja noch nicht weit gespielt, deshalb kann ich da echt nichts sagen. Aber ist natürlich auch so für mich recht interessant. Hier noch ein Artefakt. Artefakt. Da fällt mir immer der Typ von Welcome to the Jungle ein. Falls ihr das nicht gesehen habt, shame on you. Sehe ich das hier schon irgendwo? Da oben. So schnell kann es gehen. Machen wir das auch. Bin ich jetzt gespannt, was das jetzt ist. Ein Artefakt. Den Dietrich. Aha. Herr, die Lage ist äußerst verworren. Was ist daran verworren? Ich sehe Gefangene entkommen und zum Tor rennen, das entweder durch Hexerei oder Sabotage aufgerissen wurde. Bogenschützen, Feuer einstellen! Herr? Wir verschwenden nur wertvolle Pfeile für diese Menschen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Sie sind verdammt und interessieren mich nicht mehr. Mordor kann sich das ganze Pack später holen. Schick meinen Dank an den Hauptmann des Tores. Ich schätze, er hat mir die Schlüssel als eine Art Scherz geschickt. Sehr interessant. Also hier hat sich einiges abgespielt. Der Ort, an dem wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir zu bleiben verdammt sind. Oh. Die Ausgestoßenen flüchteten aus Gondor dort. Hat Knockback 3 Verzauberung. Okay, da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht durchquatschen. Ach, verdammt, jetzt setze ich hier in der Falle. Ja, eben. Guckt er mich hier noch länger an, denn das wäre dann nicht so wahnsinnig doll. So, hier so, dann können wir da verschwinden. Zack, und weg ist er. Die schwarze Straße. Gut. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch haben. Ich glaube, hier haben wir ja schon mehr oder weniger alles. Wir haben noch Bornüfeldri. Ah, Jagdhaar. Ich habe 2 von 3 Spinnen getötet. Wann denn, bitte? Was haben wir denn hier? Konfrontation. Besiege Marco Blutjäger. Besondere Belohnung. Okay. Ah, ich muss wahrscheinlich einen Ork in diesem Gebiet dann hier, wie sagt man, töten. Und das sind, glaube ich, Sklaven, die man befreien kann. Wenn ich das richtig verstanden habe. Schauen wir schnell, hier müsste doch sowas sein. Auftraggeber sind das. Okay. Ah, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Glaube ich zumindest. So, dann würde ich sagen,
war's das für diese Folge. Hat mich sehr gefreut. Es gibt langsam ein bisschen Schwung. Ich weiß, ich brauche ein bisschen, um da wirklich richtig reinzukommen. Es ist gar nicht so einfach. Die Hauptquest soll aber recht gut sein. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal der anderen Quest wieder nach, bevor ich hier wieder das nächste Gebiet einfach so ein bisschen durchspiele. Das andere war jetzt wirklich mehr nur, um die Steuerung ein bisschen auch kennenzulernen. Die ganzen Mechaniken, wie die Orks da reagieren, wie weit sie sehen und so weiter und wie man da am besten vorgeht. War jetzt alles mehr so, ja, Tutorial mehr oder weniger, kann man sagen. Hat mir aber recht noch sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ab der nächsten Folge gehen wir da ein bisschen mehr Gas, schauen wir ein bisschen mehr Orks zu killen, ein bisschen weniger quatschen, mehr töten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Macht's gut und tschüss.